Weißt du, was dein wichtigster Erfolgsfaktor ist, beziehungsweise wo die meisten Unternehmer oder Gründer daran scheitern? Nun, der Volksmund sagt dazu Vitamin B. Mein Name ist Daniel Schäfer, ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und wir helfen jedes Jahr eine ganze Reihe von Menschen, weit über 200 inzwischen, dabei, sich selbstständig zu machen, zu wachsen, zu vergrößern, Betrieb zu kaufen oder zu verkaufen. Und einige werden erfolgreich und einige nicht. Und meine Beobachtung ist, dass es häufig an dem Thema Vitamin B scheitert, das Netzwerk. Nun, warum ist das so? Ich erzähle dir eine kleine Geschichte aus meinem Leben, als ich mich das erste Mal damals selbstständig gemacht hatte. Nun, da hatte ich 3 echte gute Freunde. Das Problem war nur, ich war vorher bei der Bundeswehr und danach bei der Kriminalpolizei. Also ich hatte Beamten um mich herum und alle 3 empfahlen mir, mich nicht selbstständig zu machen. Das heißt, mein Netzwerk ganz am Anfang mit 3 Personen, die in der Regel noch minus eingestellt war zu meinem Vorhaben. Nun, diese Selbstständigkeit hat sehr lange gedauert, bis ich davon einigermaßen leben könnte. Über 1,5 bis 2 Jahre habe ich gebraucht, um überhaupt belastbare Einnahmen zu erzielen, woraus ich mir als Unternehmer auch Geld nehmen konnte für private Lebenshaltungskosten. Bei meiner zweiten Selbstständigkeit, die ich dann angefangen habe, nun, da hatte ich schon nach einem kleinen Crash, ich hatte bis dahin war ich im Vertrieb tätig und meine Vertriebsabteilung, die bei Telepassport angesiedelt war, wurde dann aufgekauft von Mobilcom, es gab Krisen und Probleme, musste ich neu anfangen, aber ich hatte schon 100 Kontakte. Nun, auch hier habe ich mich dann selbstständig gemacht mit einem neuen Produkt, neuer Dienstleistung und siehe da, hier war ich schon nach fast 6 Monaten nicht nur im Break-Even, also kostendeckend, sondern ich konnte mehr Geld, viel mehr Geld rausnehmen für meine Lebenshaltungskosten als beim ersten Mal nach 6 Monaten. Leider ging auch dieses Geschäftsmodell zu Ende. Mein Geschäftspartner hat mich belogen, betrogen, es kam zur Trennung, also musste ich wieder neu anfangen. Und diese neue Geschäftsidee, als ich das dritte Mal angefangen hatte, nun, da hatte ich schon über 1000 Kontakte in meinem Outlook, in meinen Kontaktdatenbank, in meinem Handy damals noch drin und konnte wesentlich besser starten, sodass ich nach 6 bis 8 Wochen, ja, also hier Monate, hier nach 6 bis 8 Wochen schon im Break-Even war und davon leben könnte. Diese Erfahrung, die ich gemacht habe, hat mir eins gezeigt. Erstens hat es mir gezeigt, es kommt nicht so sehr darauf an, welches Produkt, welche Dienstleistungen ich vertreibe, am Markt anbiete, sondern es kommt vielmehr darauf an, welches Netzwerk ich habe, wie groß dieses Netzwerk ist und vor allen Dingen, wie belastbar das Netzwerk ist. Also wie weit die Menschen an dich glauben, wie weit die Menschen dich unterstützen und fördern und vielleicht sogar Zugänge haben zu Märkten, zu Segmenten, wo ich alleine gar nicht hinkomme. Du kannst natürlich jetzt in dein Kontaktverzeichnis, in deiner Software, CRM, Outlook reingucken und dann siehst du unten 300, 400, 500 Kontakte. Du kannst in dein Smartphone, iPhone reingucken und siehst vielleicht 500, 700 Kontakte, was super ist. Denn die meisten haben 250 Kontakte, wenn sie heiraten oder zu Grabe getragen werden. Viel wichtiger als die reine Quantität, dass du da 500 Kontakte drin hast, auch die Frage, wie setzt sich das zusammen? Woher stammen die? Wenn du deine 500 Mitschüler aus deinem Abiturjahrgang dort eingetragen hast, nun, dann wird es für deine geschäftliche Entwicklung, für deine wirtschaftliche Entwicklung auch als Führungskraft nicht besonders dienlich sein. Es ist auch die Frage, wie sich dein Netzwerk aufteilt. Und das wird meine Aufgabe sein, dir ein ganzheitliches Netzwerk heute vorzustellen, das du in den nächsten Jahren und Jahrzehnte weiterentwickelst und möglichst alle Kategorien mit Inhalten füllst. Nun, wie teilt sich so ein Netzwerk auf? Das erste ist erstmal zu unterteilen, dass es ein sogenanntes inoffizielles Netzwerk gibt. Inoffiziell, da sagen die meisten privat dazu. Und da gibt es natürlich ein offizielles Netzwerk. Nun, das ist nicht nur vielleicht dein Auftraggeber oder dein Chef, ja. Das können natürlich auch deine Kunden sein. Das sind entweder deine Kollegen, ja, oder das können auch andere Mitbewerber sein, also Fremdleister, FL abgekürzt. Es gibt aber dann noch sogenannte Lieferanten von Ressourcen, von Menschen, von Software, was auch immer, die hilfreich sein können, dann macht es Sinn, dass du dir Gedanken machst auch um Coaches oder auch um Berater, die gewisses Fach-Know-how haben. Coaches sind Menschen, die dir helfen, selbst die Lösung zu entwickeln. Berater sind die Experten, die dir sagen können, also auf dieses Produkt, da muss dieses CE-Zeichen rauf und steuerlich fahren sie bei 7, 9, 15, 18, 4%, je nachdem, wo sie hinliefern wollen. Darüber hinaus gibt es aber dann auch sogenannte Schlüsselpersonen. Schlüsselpersonen sind Personen, die sie benötigen, um bestimmte Zulassungen oder Rechte oder Eintritt, zum Beispiel zu den Rotary Clubs oder zu anderen Business Clubs zu bekommen,
wo normalerweise mit Geld sich keiner einkaufen kann und man nicht einfach anrufen kann und sagen, ich möchte gerne dahin, da rein oder das haben. Und so gibt es eine ganze Reihe, auch vielleicht Mentees, wo du dich selbst beteiligst, wo du selbst dann Business Angel bist oder Coach bist. Es gibt also über 10 verschiedene Kategorien für dein offizielles Netzwerk, die du dir aussuchen kannst und die ganzheitlich auch aufgebaut werden können. Das gleiche gilt für den privaten Bereich, das will ich heute mal in die Tiefe machen. Du hast nicht nur deine Gegenwartsfamilie, deine Freunde, Kinder, du hast deine Herkunftsfamilie, du hast Freunde, du hast Bekannte, du hast vielleicht persönliche Coaches, Förderer, du hast Gemeinden, du hast eine soziale Anbindung, eine kirchliche Anbindung, eine Sportvereinanbindung. Also auch in dem inoffiziellen Bereich, deinem privaten Bereich, hast du eine ganze Reihe von Kategorien, wo du deine Beziehung aufbauen kannst. Nun, was ist nun dein nächster Schritt? Nachdem du dir Gedanken gemacht hast, was ist dein offizielles und dein inoffizielles Netzwerk? Der nächste Schritt ist, Gedanken zu machen, wie groß soll das sein? Denn die Gefahr ist groß, dass viele Unternehmer wie Vorstandsvorsitzende sich 20, 30, 40 Jahre nur um ihr berufliches, ihr offizielles Netzwerk kümmern und dann im Ruhestand als soziales Wrack in der Einsamkeit eingehen und durchschnittlich nach 1,5 bis 2 Jahren dann am Herzinfarkt oder anderen Zivilisationskrankheiten eingehen. Damit dir das nicht passiert, bereite dich also heute vor, auch dein privates Netzwerk aufzubauen und zu bestimmen, was willst du dann die nächsten 50 oder 100 Jahre an Beziehung haben. Wenn du das gemacht hast, also die Kategorien geschäftlich und privat aufgebaut hast, offiziell, inoffiziell, nun, dann nimmst du die nächste Farbe und machst dir Gedanken, ja, wie viele Kunden möchte ich denn überhaupt haben? Wie groß soll meine Reichweite sein, also die Community sein, der Menschen, die ich täglich erreiche, über Facebook, YouTube, E-Mails, Fernseh, Werbung. Wie viele Auftraggeber möchtest du haben, wie viele Mitarbeiter möchtest du haben, Kollegen oder Fremdleister in deinem Netzwerk. Du machst dir also jeweils Gedanken und entwickelst Zahlen, die du für 10 Jahre beispielsweise oder 20 Jahre dann als Ziel anstrebst. Nun, wenn du das gemacht hast, natürlich auch hier im inoffiziellen Bereich die Zahlen definiert hast, dann guckst du wieder in deine Datenbank, guckst du wieder in dein CRM und machst eine Ist-Analyse. Und zwischen dieser Zielformulierung, die hier steht, und deiner Ist-Analyse, die du aus deiner CRM, aus deinem Datenbanksystem herausgezogen hast, nun, dann entsteht eine Diskrepanz. Eine teilweise große Diskrepanz. Wenn du sagst, du möchtest 1 Million als Reichweite haben und du guckst bei Facebook auf deine momentanen Abonnenten und Likes von 500 nun, dann hast du eine große Aufgabe zu bewältigen, die aber nicht unmöglich ist. Das heißt also, du hast in jeder dieser Kategorien dann aufgezeigt, wie dein Entwicklungshorizont, dein Entwicklungsplan ist und dann setzt du dich als nächstes hin und machst dir Gedanken, wie kannst du die Reichweite vergrößern, wie kannst du die Beziehung vergrößern, wo kannst du diese Menschen treffen, was ist erforderlich, um zum Beispiel mit Coaches und Beratern zusammenzuarbeiten, da wird Zeit alleine nicht ausreichen, sondern vielleicht auch Geld erforderlich sein und dann fängst du an, dir dann als letzten Schritt in deinem Wochenplan, in deinem Kapazitätenplaner Freiräume zu schaffen, wo du dann auf Netzwerkveranstaltungen unterwegs bist, wo du dich mit Menschen zum Mittag triffst, wo du die 21 Mahlzeiten, die du in der Woche hast, 7-mal Frühstück, 7-mal Mittag, 7-mal Abendbrot, nicht alleine zu verbringen oder mal mit den gleichen Leuten, sondern du mit Menschen dich triffst, die dann aufgenommen werden in dein persönliches Netzwerk. Reichen dir die 21 Mahlzeiten nicht? Nun, du machst Sport wahrscheinlich 3-mal, 5-mal, 7-mal in der Woche. Machst du das alleine? Nun, vielleicht in der Zukunft nicht mehr, sondern mit jemand anderem. Such dir Clubs, Vereine, Gemeinschaften, Verbände heraus oder Arbeitsgemeinschaften, wo du dich einbringen kannst. Meistens kommst du an diese Art von Beziehung auch durch ehrenamtliche Arbeit, dass du dich irgendwo einbringst, im Vorstand mithilfst und dadurch Menschen kennenlernst. Ich persönlich habe die meisten meiner wertvollen Beziehungen so nebenbei kennengelernt, indem ich mich ehrenamtlich betätigt habe, mich gemeinnützig eingebracht habe, Führungsverantwortung übernommen habe. Und das ist sozusagen der Grund auch, wie du Vitamin B schaffst, indem du Kontexte aufsuchst, wo man sich kennenlernt, wo man sich gegenseitig beschnuppert, wo tragfähige Beziehungen entstehen und dein Netzwerk vergrößerst. Vergiss aber bitte nicht, wenn die in dein Netzwerk aufgenommen sind, dass diese Menschen auch, diese Beziehungen auch gepflegt werden. Du brauchst also nicht nur Kontaktgewinnungsressourcen und Zeiten und Gelder, du brauchst auch dann für den Rest deines Lebens Aktivitäten, kleine, große Veranstaltungen, Geschäftsessen, Events, Erlebnisveranstaltung, wo du immer wieder mit diesen Menschen auch zusammenkommst und deine kleine Community pflegst. Nun, dann wirst du feststellen, dass egal welches Produkt, egal welche Schwierigkeit du hast, welche Firma du neu einführen willst,
Du hast genügend Ansprechpartner, immer Experten im Raum, die dich unterstützen, weiterempfehlen und dir helfen, persönlich und geschäftlich zu wachsen. Wenn wir dir dabei helfen können, dein ganzheitliches Netzwerk aufzubauen, zu planen, zu erstellen, zu pflegen, dann kannst du gerne unseren Gutschein nutzen für eine persönliche Beratung. Gerne aber kannst du diesen Kanal auch abonnieren oder weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.